Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout. Fallout New Vegas, wie man offensichtlich. Scheiße. Mass Effect natürlich. Mass Effect. Das ist ja ganz klar. Oh, da ist Vrex. Zeugen haben ihre Drohungen in Fists Bar gesehen. Halten Sie sich fern. Sie schreiben mir nichts vor. Das ist Ihre einzige Warnung. Warnen Sie Fist, ich bring ihn um. Soll ich Sie verhaften? Ich will, dass Sie es versuchen. Nur weiter. Raus hier. Ja, Mensch. Sie können mir helfen. Ich versuche, Saren zu schnappen. Balafon checkt mich. Balafon ist schlau. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Warum? Klären Sie mich auf. Ich soll den Besitzer von Koras Nest ermorden. Ein Typ namens Fist. Er hat etwas sehr Dummes getan. Was denn? Was hat er getan? Er hat den Shadow Broker betrogen. Eine Quarianerin war hier auf der Zitadelle. Sie war auf der Flucht. Sie wollte Informationen gegen ein sicheres Versteck eintauschen, also ging sie zu Fist. Er versprach ihr, ein Treffen zwischen ihr und dem Shadow Broker zu vereinbaren. Stattdessen holte er Saren. Wieso? Was hat Saren damit zu tun? Die Quarianerin hat etwas, das Saren mit ihm geht, verbindet. Er zahlte Fist ein kleines Vermögen für sie. Wenn wir an diese Beweise rankommen, können wir beweisen, dass Saren ein Verräter ist. Der Rat wird uns anhören müssen. Ja, wir sind spät dran. Saren hat sie vielleicht schon. Zuletzt hatte Fist sie noch. Wahrscheinlich in seinem Club. Wenn sie mir helfen, Fist zu töten, gehört sie ihnen. Und was ist mit dem Shadow Broker? Erzählen Sie mehr über Ihren Arbeitgeber. Da gibt's nicht viel. Ich habe nur eine kodierte Nachricht mit den Details. Standard. Und Garrus, der Turianer? Er will Saren auch erledigen. Er könnte uns nützen. Er könnte nützlich sein. Er war gerade noch hier, bevor sie kamen. Er meinte, er würde einer Spur nachgehen. Er wollte mit dem Klinikarzt reden. Los geht's. Was? Oh, jetzt haben wir den. Das ist ja ein Traum. Ach, guck mal. Aber das ist natürlich besser gemacht als in Mass Effect 3. 2, 1, 2. So, meine Güte. Kampfstärke. Da würde ich natürlich die beiden verstärken, aber ich mache lieber das hier. So. Stufenaufstieg. Codex. Nein. Squad. So, das ist schon besser. Die haben nämlich alle noch gar keine Punkte. Aber ich will auch erstmal eigentlich mich selbst heilen. Verstehst du? Oh, da war ein Hund. Dechiffrierung. Elektronik. Erhöht die Schildkapazität. Ist schon geil. Was habe ich hier? Er generiert 100 Gesundheit für alle verwundeten Squad-Mitglieder. Ja. Das habe ich doch schon. Ach, das geht auch noch mal auf 180. Ach du Scheiße. Habe ich nicht. Ich habe keine Punkte mehr. Irgendwie. Ich dachte, das kostet 3 Punkte. Ist nicht so. Ach, Überladung. Ich könnte natürlich auch die Pistole machen. Mache ich vielleicht tatsächlich einen Punkt und dann sollte ich einen meiner Leute vielleicht noch verbessern. Kampfpanzerung, Sturmangriffstraining, Soldat. Ja, erstmal würde ich. Ashley Williams nehme ich gleich nicht so mit, dann nehme ich doch eher Erdnox, ne? Obwohl, der hat schon genügend Gesundheit. Ja, dann mache ich es doch mit ihm mit, ey. Doch nicht mit. Wenn schon eine Kampfmaschine, dann eine richtige Kampfmaschine. Ach, der hat 10 Punkte. Ist ja einzeln, unabhängig. Ach so. Ja, selbst in der Beschreibung, okay.
Erste Hilfe freischalten. So. Das kann die nämlich jetzt auch. Das geht nicht. Sturmangriff. Ja. Da lieber sowas. Und da. In Ördnok wächst, was ist Barriere? Also beziehungsweise erstmal, was hat der so Barriere? Versteckt kinetische Schilde mit einem Masseneffekt-Schild. Das ist natürlich schon nett. Warp. Ein Masseneffekt hält, dass das super Temara eben eine Verwüstung anrichtet. Erstmal die Barriere. Auf 10,5 Sekunden Schirmung. Was ist Stase? Ziel kann sich nicht bewegen. Ach so. Und dann mache ich Warp war. Das hier, ne? Aber ich mache erstmal die Stase. So, dann kann ich den Warp. Genau. Ja, den kann ich ja nicht machen. Ich selbst habe noch einen Punkt. Den würde ich vielleicht auf Schmeicheln setzen. Ja. Weil diese Sprachoptionen sind immer unabdingbar wichtig. Speichern nicht vergessen. Tag hoch. Aufträge. Das haben wir erledigt. Pflichtenflugzeug. Sarens Unschuld beweisen. Schuld beweisen natürlich. Fist ausschalten und erstmal Garrus treffen. In die Krankenstation gehen. In den oberen Bezirken. Huch. Falsch. Wie komme ich denn da am besten hin? Die Sicherheitsbüros. Zentrale. Da muss ich, glaube ich, echt zu einem der Fahrstühle. Kann ich mit, wo kann ich mit dem überhaupt hinreisen? Bezirke. Naja. Kursnest. Auch sehr gut. Wir sind beim Herrenclub Koros Nest angelangt. Ja. Nett. Ist Herrenclub zu? Sieht geschlossen aus. Nicht für uns. Oh mein Gott. Oh Gottes Willen. Rechnet ja auch keiner mit. Ich bin dran. Ich bin auch gleich dran, dich zu töten. Entsichert und geladen. Entsichert und geladen. Eieieiei. Ich bin dran. So, mein Schild hat sich wieder aufgeladen. Ich bin dran. Oh, ein Kugana, nicht gut. Ich bin dran. Ja. Ich bin dran. Noch habe ich Schild. Oh. Und da wurde ich natürlich auch getroffen. Das ist blöd. Eieieiei. Da war ich aber mutig. So, jetzt habe ich endlich, dass ich das Medigel nicht einsetzen musste, um meine Gesundheit zu regenerieren. Das ist so gut. Ich alles. Da hinten war doch noch was. Huch. Eigentlich, ne, Ashley hat das ja schon, ne? Und Ördnok soll die Schrotflinte, ja, genau. Hier wollte ich.
hier war der Eingang, ne? Ne, Feuereindämmungssystem, was? Stehen bleiben, kommen Sie nicht näher! Ja, okay. Boah, Schild hält einiges aus. Was haben wir denn hier? Eine leichte Dechiffrierung statt manuelles Überbrücken. Ach so, das war das. Ja, genau. Was haben wir da? Eine Schrotflinte, Waffen, alles nehmen. Ist denkst du was? Jo. Oh, Fist. Zeit zu sterben, kleine Soldat. Nein, ich muss meine eigenen Fähigkeiten muss ich natürlich erstmal durchblicken. Das ist ja immer, wenn man Mass Effect beginnt und ich sehe Folge 9 sogar noch annähert als Beginn an. Genau, feindliche Schilde werden gemacht und ja. Los! Weil dann ist ein Schild weg. Ui! Oh shit, was habe ich denn jetzt gemacht? Waffe ziehen und half dann. Ach so. Huch, das wollte ich nicht. Schnee, geht ja defensiv, ist doch, ne? Hier. Angreifen, Position halten, bewegen, ja. Ach, das sind die Verteidigungssysteme auch noch. Ah, das ist natürlich blöd. So, ein Verteidigungssystem runter. Ashley, geht's gerade nicht so gut. Warten Sie! Töten Sie mich nicht! Ich gebe auf! Kluge Entscheidung. Wo ist die Quarianerin? Sie ist nicht hier. Ich weiß nicht, wo sie ist. Das ist die Wahrheit. Er nutzt Ihnen jetzt nichts mehr. Lassen Sie mich ihn töten. Warten Sie! Warten Sie! Ich weiß nicht, wo die Quarianerin ist. Aber ich weiß, wie Sie sie finden können. Die Quarianerin ist nicht hier. Sie sagte, sie redet nur mit dem Shadow Broker persönlich. Von Angesicht zu Angesicht? Unmöglich. Selbst ich wurde von einem Agenten angeworben. Den Shadow Broker kann man nicht treffen. Niemals. Selbst ich kenne seine wahre Identität nicht. Aber das wusste sie nicht. Ich sagte ihr, ich arrangiere ein Treffen. Aber wenn sie auftaucht, werden Sarens Männer auf sie warten. Wir müssen sie retten, das wissen sie schon. Nennen Sie den Ort, sofort. Hier in den Bezirken, in der dunklen Gasse am Markt. Sie müsste sich jetzt mit ihnen dort treffen, sie sollten sich beeilen. Waffe fallen lassen, Kroganer! Ich soll ihn für den Shadow Broker töten. Und ich erledige meine Jobs. Tun Sie das? Nein, er hatte sich ergeben. Wir erschießen keine unbewaffneten Gefangenen. Wie viele sind wegen ihm gestorben? Er hat es sich selbst zuzuschreiben. Außerdem haben wir was Dringenderes zu erledigen. Die Quarianerin stirbt, wenn wir jetzt nicht gehen. Okay. Ja, und hier ist noch ein Bandsafe. Umphasenmunition, Reise. So, was? Oh Gottes Willen, das ist ja echt auf Zeit. Oh Gottes Willen. Was? Ach da. Okay,
ich hab den gerade irgendwie nicht erkannt. Cool. Oh. Ja, mach dir, mach dir. Ach da. Achtung! Kein Problem. Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Karte. Oh, das Laden, nee. Was? Das Büro eigentlich, kann ich nur hier hin. Untere Märkte, ja. In den Märkten in der dunklen Gasse war das ja. Oh Gott. Ich hoffe, das klappt. Ja, lassen wir nämlich hier hin. Muss ich oben lang. Oh Gottes Willen. Haben Sie sie dabei? Wo ist der Shadow Broker? Wo ist Fist? Die kommen gleich. Wo sind die Beweise? Keine Chance. Der Deal ist gelaufen. Oh nein. Ich habe hier keine Deckung. Ach, scheiße, falsche Taste. Dämpfung. Hat der keine? Natürlich hat er keine. Hä? Treffe ich doch. Ja, echt gerade verwirrt. Meine Güte. Schufenaufstieg. Fist hat mich reingelegt. Ich wusste, dass ich ihm nicht trauen kann. Ist alles in Ordnung? Sind Sie verletzt? Ich kann auf mich aufpassen. Aber ich weiß Hilfe zu schätzen. Wer sind Sie? Ich bin ein Freund. Ich heiße Shepard. Ich suche Beweise dafür, dass Saren ein Verräter ist. Dann kann ich Sie jetzt für meine Rettung belohnen. Aber nicht hier draußen. Wir müssen an einen sicheren Ort. Das Büro des Botschafters. Dort ist es sicher. Er will die Beweise sowieso sehen. Die machen mir das Leben nicht leichter, Shepard. Kämpfe in den Bezirken, ein Angriff auf Koras Nest. Wissen Sie, wie viel... Wer ist das? Eine Quarianerin? Was haben Sie vor, Shepard? Sie kann es helfen. Ihnen den Tag retten. Sie hat Informationen, die Saren mit den Geth in Verbindung bringen. Wirklich? Vielleicht fangen Sie lieber von vorn an, Miss... Mein Name ist Tali. Tali Sora Naraya. Wir kriegen hier nur selten Quarianer zu sehen. Warum haben Sie die Flottille verlassen? Ich war auf einer Pilgerreise. Meinem Übergang in die Welt der Erwachsenen. Pilgerreise? Davon habe ich ja noch nie gehört. Es ist eine Tradition bei meinem Volk. Wenn wir erwachsen werden, lassen wir die Schiffe unserer Eltern und unseres Volkes zurück. Allein suchen wir nach den Sternen und kehren erst zur Flottille zurück, wenn wir etwas von Wert gefunden haben. So können wir beweisen, dass wir es wert sind, erwachsen zu sein. Etwas von Wert? Nach was für Dingen suchen Sie denn? Das können Ressourcen wie Nahrung oder Treibstoff sein, neue nützliche Technologien oder Wissen, das der Flottille das Leben erleichtern kann. Durch unsere Pilgerreise beweisen wir, dass wir etwas zur Gemeinschaft beitragen können und keine Last für unsere beschränkten Ressourcen sind. Bitte fahren Sie fort. Sagen Sie uns, was Sie gefunden haben. Bei meinen Reisen habe ich Berichte über die Geth gehört. Seit Sie mein Volk ins Exil getrieben haben, sind Geth immer im Nebel geblieben. Ich war neugierig. Ich verfolgte eine Geth-Patrouille zu einer nicht verzeichneten Welt. Dann wartete ich darauf, dass sich einer von seiner Einheit entfernt. Ich deaktivierte ihn und entfernte seinen Speicherkern. Ich dachte, die Geth frieren ihren Speicherkern ein, wenn sie sterben. Eine Art Verteidigungsmechanismus. Stimmt das? Wie ist es Ihnen gelungen, den Speicherkern zu erhalten? Mein Volk hat die Geth erschaffen.
Mit etwas Geschick, Umsicht und Glück kann man manchmal kleine Datenspeicher sichern. Der Großteil des Kerns wurde gelöscht, aber es gelang mir, einen Teil des Audiospeichers zu retten. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Das ist Sarens Stimme. Das beweist, dass er am Angriff beteiligt war. Was ist die Röhre? Er sagte, Eden Prime hätte seine Suche nach der Röhre einen Schritt vorangebracht. Kann sich jemand vorstellen, was er damit meint? Die Röhre muss irgendetwas mit dem Sender zu tun haben. Vielleicht geht es um proteanische Technologie, wie eine Waffe. Moment, da ist noch etwas. Saren hat nicht alleine gearbeitet. Eden Prime war ein großer Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Ich kenne die andere Stimme nicht, die über die Reaper spricht. Reaper? Was genau sind sie? Ist das eine neue Form Außerirdischer? Laut Speicherkerninformationen waren die Reaper ein hyperfortschrittliches Maschinenvolk, das vor 50.000 Jahren existierte. Die Reaper haben die Proteaner ausgelöscht, dann sind sie verschwunden. Zumindest glauben die Geht das. Klingt ziemlich weit hergeholt. Sie hat recht. Die Vision auf Eden Prime. Jetzt verstehe ich sie. Ich sah, wie die Proteaner von den Reapern vernichtet wurden. Die Geht verehren die Reaper als Götter, als Gipfel des nicht-organischen Lebens. Und sie glauben, dass Saren weiß, wie man die Reaper zurückholen kann. Oh, das wird dem Rat gefallen. Sie müssen es wissen. Die Reaper sind eine Gefahr für jede Spezies im Zitadellraum. Wir müssen es ihnen sagen. Was sie auch von dem Rest halten mögen. Diese Audiodateien beweisen, dass Saren ein Verräter ist. Der Captain hat recht. Wir werden es dem Rat vortragen. Und was ist mit ihr? Der Quarianerin? Mein Name ist Tully. Sie haben mich in der Gasse gesehen, Commander. Sie wissen, was ich kann. Lassen Sie mich mitkommen. Was ist mit Ihrer Aufgabe? Ich dachte, Sie wären auf einer Pilgerreise. Die Pilgerreise beweist, dass wir uns für das Allgemeinwohl einbringen wollen. Was sagt es wohl über mich aus, wenn ich diese Sache ignoriere? Saren ist eine Gefahr für die gesamte Galaxie. Meine Pilgerreise kann warten. Sie könnten uns helfen. Mir ist jede Hilfe. Vielen Dank. Sie werden es nicht bereuen. Anderson und ich gehen voraus und bereiten beim Rat alles vor. Sie können sich kurz sammeln, dann treffen wir uns im Turm. Ja, dann nehme ich doch mal... Also sie ist ja eine Technikerin, das weiß man ja. Talisa, Sora, Naraya. Und ich nehme Erdnog Wax mit, oder? Oder wäre... Ja, vielleicht... Nee, da hätten wir zu viel Tech. Nee, ich nehme Erdnog Wax mit. Nur wir haben ein bisschen Kampfstärke. Jo. Perfekt. Und ihr macht Cut. Bis zur nächsten Folge.